Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Mehrheit der Sachverständigen in der Anhörung hat sich für ganz grundlegende Reformen der Sanktionen ausgesprochen, und zwar von Seiten der Wissenschaft, vom IAB, vom ISG und insbesondere die beiden christlichen Wohlfahrtsverbände, Diakonie und Caritas, ganz massiv. Sie sollten wirklich mal über das C in Ihrem Namen nachdenken. Frau Schmidt, in der heutigen Debatte geht es auch nicht um eine kleine Teilgruppe, sondern es geht um eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und da hat sich bei der Rede von Frau Eckenbach und noch stärker bei dem Zwischenruf vorhin gezeigt, dass unsere Vorstellung von Gesellschaft sich fundamental von Ihrer Vorstellung unterscheidet. Unsere Vorstellung von Gesellschaft ist, niemand soll ausgegrenzt werden, und wir wollen selbstbestimmte Teilhabe für alle. Letztlich geht es um Freiheit, und zwar um Freiheit tatsächlich für alle. Und Voraussetzung dafür, für eine selbstbestimmte Teilhabe für alle, ist eine Grundsicherung ohne Existenzängste und ohne soziale Ausgrenzung. Und um es deutlich zu sagen, Hartz IV ist nicht die emanzipatorische Grundsicherung, wie wir sie uns vorstellen, und muss deswegen grundlegend geändert. Und die Bestrafungslogik der heutigen Sanktionen muss überwunden werden. Die Hartz-IV-Sanktionen sind häufig demütigend, unnötig und kontraproduktiv. Und deswegen fordern wir ein Sanktionsmoratorium, also die sofortige Aussetzung aller Sanktionen. Und im Fall von Ralf Böß, der da oben sitzt, kann das sogar Menschenleben retten. Auch das sollte vielleicht Ihnen nicht ganz egal sein. Nach einer Aussetzung der Sanktionen brauchen wir eine grundlegende Evaluation. Die gibt es nämlich bisher nicht systematisch. Aber auch eine ehrliche Debatte darüber, ob Sanktionen nötig sind und, wenn ja, wie Sanktionen ausgestaltet sein sollen. Zentral ist, wie gesagt, dass wir aus der Bestrafungslogik herauskommen und dass das Existenzminimum immer sichergestellt ist. Ich darf noch einmal daran erinnern, dass es das Bundesverfassungsgericht war, so viel zum Thema Regeln, Frau Eckenbach, das gesagt hat, dass aus dem Grundgesetz ein Grundrecht und Menschenrecht auf Existenzsicherung folgt. Eine Kürzung des Existenzminimums ist also eigentlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Deswegen begrüße ich es sehr, dass die Sozialgerichte Gotha und Dresden diese Frage an das Bundesverfassungsgericht weitergegeben haben. Und ich bin gespannt, wie das Urteil ausgeht und ob das Bundesverfassungsgericht die Sanktionen ganz untersagt oder zumindest eine Grenze setzt. Meine persönliche Meinung ist ja, das Grundrecht auf Existenzminimum ist am einfachsten und besten dadurch sichergestellt, das Minimum einfach an alle als Grundeinkommen auszuzahlen, auch an Millionäre. Innerhalb des Systems der Grundsicherung halte ich aber eine Abschaffung der Sanktionen für schwierig. Sanktionen sollten in dem jetzigen System aber auf Ausnahmefälle beschränkt sein. Wir Grünen fordern deshalb in unserem Antrag eine grundlegende Reform. Es muss ein Wunsch- und Wahlrecht geben für die Arbeitslosen. Sanktionen dürfen nicht verhängt werden, wenn Fähigkeiten, Wünschen und Vorschlägen der Einzelnen nicht Rechnung getragen wird. Es dürfen keine Sanktionen verhängt werden, wenn die Aufnahme von Arbeit verweigert wird, die unterhalb des tariflichen oder örtlichen Entgelts entlohnt wird. Und die Sanktionsregeln sind zu starr. Wir finden, es darf keinen Automatismus mehr geben, und Sanktionen müssen auch bei einer Verhaltensänderung zurückgenommen werden können. Und wichtig ist, wenn sanktioniert wird, dann höchstens 10% des Regelsatzes, damit tatsächlich der Grundbedarf immer gesichert ist. Das Mindeste aber ist, dass erstens keine Sanktionen der Kosten der Unterkunft mehr stattfinden und zweitens die verschärften Sanktionen gegen unter 25-Jährige sind erwiesenermaßen, und das haben alle Experten in der Ausschussanhörung gesagt, unsinnig und kontraproduktiv. Sie gehören abgeschafft. Bei diesen beiden zuletzt genannten Punkten sind sich tatsächlich auch fast alle einig. Alle Experten, die SPD unterstützt das, fast alle Länder bis auf eins sind sich da einig. Nur die CSU blockiert hier, mal wieder. Ich frage mich manchmal nach Betreuungsgeld, Maut, Griechenlandhilfe, Flüchtlingsabschreckung, Hofierung von Viktor Orban, Blockade bei der Reform von Hartz IV. Wann schmeißen CDU und SPD endlich die CSU aus der Großen Koalition raus? Ich finde, Seehofer hat lange genug genervt. Die CSU blockiert damit aber nicht nur eine Reform der Sanktionen. Seit 2 Jahren verspricht die Bundesregierung ein Gesetz zur Vereinfachung der passiven Leistung, also der Geldleistung bei Hartz IV.
auch wenn wir die bisher bekannt gewordenen Vorschläge nicht alle unterstützen und sinnvoll finden. Eine Vereinfachung ist dringend erforderlich. Die Jobcenter warten darauf. Wir wollen eine Vereinfachung der Grundsicherung, die dafür sorgt, dass sich die Jobcenter endlich auf das konzentrieren können, wofür sie eigentlich da sind, nämlich die Vermittlung in Arbeit. Und wir wollen eine Grundsicherung, die das Existenzminimum für alle sichert. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Matthäus Strebel das Wort.